Hallo, mein Name ist Peter König. Ich bin der Golfschulleiter der Erfolgreich Golfen Akademie und freue mich, euch heute meinen Golftipp zu präsentieren. Wenn ich meine Spieler frage, was macht ihr lieber, trainieren oder spielen? Die meisten sagen natürlich spielen. Und das ist ja auch richtig so, weil wir spielen ja Golf, um Golf zu spielen. Das Problem ist manchmal, wenn man Unterricht nimmt oder trainiert, dass man danach irgendwie nicht mehr so gut spielt. Woran liegt denn das? Nun, das liegt daran, wenn wir trainieren, dann versuchen wir, Gewohnheiten zu verändern. Grundsätzlich Gewohnheiten mittelfristig auf ein anderes Niveau zu bringen. Und wenn wir spielen, dann leben wir von unseren Gewohnheiten. Das heißt, dann geht es darum, die Bewegung abzurufen. Das Entscheidende ist also, wir müssen unterschiedlich denken, damit wir auf dem Platz Erfolg haben und im Training sozusagen trotzdem vorankommen. Wenn ich in der Trainingssituation zum Beispiel bin und ich möchte etwas an der Schwungrichtung oder am Griff ändern, dann ist es ganz egal, wie ich diesen kleinen Driving Range Ball treffe. Da geht es nicht darum, dass der irgendwo hinfliegt, sondern dann will ich einfach die Bewegung ausprobieren und mich daran entwickeln und darin entwickeln. Aber auf dem Platz steht leider kein Ballkorb neben dem Abschlag, da habe ich nur eine Chance. Also muss ich was anderes denken. Und diese Schlagroutine, die richtigen Gedanken zu finden vor dem Schlag, damit ich auf dem Platz erfolgreich bin, auch wenn ich zwischendurch trainiere, das ist der entscheidende Unterschied und dabei ganz natürlich. Ein kleines Beispiel kann das erläutern. Was denkst du, wenn du einen Ball wirfst auf ein Ziel? Nun, das Erste, was du machst, ist, dass du Bezug zum Ziel aufnimmst. Das sollte man beim Golfspiel auch machen. Wo ist die Fahne? Das Zweite, du stellst dir die Flugkurve vor, wie der Ball fliegen soll. Das sollte man auch beim Golfspiel machen. Das ist das, was die guten Spieler machen, wenn sie in der Ansprechposition zwischen Ball und Ziel hin und her schauen. Also visualisiere den Ballflug. Das Dritte, was wir machen, ist, dass wir uns ein Gefühl holen von der Bewegung. Auch das brauchen wir vor dem Schlag. Also wackel den Schläger ein bisschen hin und her, erinnere ein angenehmes Schwunggefühl. Und dann lass es einfach laufen. Und hinterher, nach dem Schlag, kannst du in der Endposition kurz innehalten und Rückmeldung nehmen, wie hat sich der Schlag angefühlt und wie sollte er sich anfühlen. Hat er sich gut angefühlt? Super. Auf die Schulter klopfen, irgendein Zeichen machen, um dich zu triggern. Hat er sich nicht gut angefühlt? Dann mach einfach einen Probeschwung, der sich an der Stelle besser anfühlt. Und schon ist die Sache erledigt. Wenn du das beherzigst, wirst du auf der Runde besser spielen. Viel Spaß dabei.